So, damit hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Damen und Herren, bei Game Dev Tycoon. Ach, die tauchen auch langsam mal hier zur Arbeit auf. Wunderbar. Huch, die geht rein. Fängt aber plötzlich alles sehr. Alles explodiert gerade gefühlt. Ich habe gerade das Spiel angemacht. Ich dachte mir, jetzt nimmst du nochmal eine Runde auf. Und dann passiert hier sowas alles auf einmal. Ach, guck mal, wir haben fast 100.000 Fans, sehe ich gerade. Also fast 30.000 fehlen noch. Das sind noch ein paar. Aber wir kommen langsam in die Nähe, dass wir auch mal selbst ein mittleres Spiel entwickeln könnten. Aber dafür fehlt uns ein bisschen das Geld, wenn ich ehrlich bin. Aber hier, 120.000 Besucher an unserem Stand. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Publisher Capcom, das Spiel hat die, hat die geforderten Bewertungen erreicht. Das passt also. Investitionen. Sehr geachtete Damen und Herren, ich bin der Finanzaufseher des Geschäftsleiters von Firma Womba Oil Limited von Nigeria. Ich kontaktiere Sie, da Sie über eine ausgezeichnete Reputation am Markt unser Geschäftsleiter mich hat bevollmächtigt, 2,5 Millionen in Utetra GmbH zu kapitalisieren. Cool. Den Betrag haben wir sicher Afu die Bank hinterwiesen. Für die Überweisung benötigt die Bank nur noch ihre Akzeptanz. Dazu übermitteln Sie bitte einmalig eine. Okay, hier ist gerade irgendwas auf dem Zweitbildschirm aufgegangen. Alles klar. Eine einmalige Transaktionsgebühr von 120.000 als Ihre Akzeptanz. Sie haben unser vollster Vertrauen. Ja, natürlich. Mache ich sofort. Ich habe zwar gerade gesagt, dass ich Geld brauche, aber so dringend brauche ich es dann auch nicht. Aber hier, Kollege, du machst mir mal bitte einen Spielebericht. Und ich gucke dann. Achso, warte mal. Ich gucke mal erstmal, was wir gerade so an Forschung haben. Oh, wir haben auch noch einen weiteren Spielebericht. Dann mach direkt noch einen. Und ich gucke mal gerade, was wir so an Forschung haben. Grafik. Mehrspielermodus, verzweigende Erzählung, Tag-Nacht-Zyklus. Ja. Aber ich glaube, wir haben nicht genug Geld. Das kostet zu viel gerade, um das zu entwickeln. Wir müssen erstmal noch ein bisschen Geld rankarren. Boah, weiß ich nicht, ob die das schaffen. Na komm, das sollten sie hinbekommen. Dann dürften wir noch ein bisschen Geld haben. Wir haben gerade, glaube ich, monatliche Kosten von 150.000. Ist jetzt ein Tag her, weißt du, und habe schon alles vergessen, was ich hier hatte. Komm, das kriegen die auch hin. Der eine Kollege ist gleich auch fertig. Der kriegt es ja dann auch noch hin, ein bisschen vielleicht mitzumachen. Das habe ich ja. Wunderbar. Die nächste also noch eine Auftragsarbeit. Und ich mache mal gerade den Spielebericht. Spielebericht. Unsere Analysen nach Verkaufsstart von Schrubber. Der Beginn ist beendet. Grafik scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Okay, ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich glaube, das war Chirurg und Simulation, wenn mich nicht alles täuscht. Das war der Auftrag. Das wollte ich jetzt nicht. Unsere Analyse nach Verkaufsstart von Busfahrer Tom ist beendet. Künstliche Intelligenz. Sehr wichtig, Engine, sehr wichtig. Ich glaube, das sind Informationen, die ich schon 10-mal hatte jetzt. Aber hey, ist okay. Erscheint, dass kürzlich einige Unternehmen Opfer nigeranischer Vorschussbetrüger wurden. Die Betrüger gaben vor, große Summen in Unternehmen investieren zu wollen, verlangten dafür allerdings eine beträchtliche Summe als Vorauszahlung, um ins Geschäft zu kommen. Diejenigen, die unklugerweise gezahlt haben, werden ihr Geld nicht wiedersehen. Die Polizei ermittelt, aber scheint den internationalen Betrügern hilflos gegenüberzustehen. Boah, da muss ja nur einer mal machen. Dann hast du ausgesorgt als Privatperson. Ja, ausgesorgt ist auch, aber da hast du erstmal für 4-5 Jahre hast du erstmal nichts mehr zu. Also musst du erstmal nichts mehr machen und du kannst das Geld dann ja auch richtig einsetzen. Weil mit 100.000.
kannst hier ein schönes Aktienpaket zumindest schon mal schnüren, wo du eine regelmäßige Dividende rausbekommst. Gut, davon wirst du noch nicht leben können, aber ich sag mal, du bist einen großen Schritt näher an der Rente. Mit 170.000. Würde ich jetzt zumindest mal so sagen. Ich wollte hier nochmal... Obwohl, wir könnten nochmal nach einem Publisher-Vertrag gucken. Kochen irgendein Genre. Boah, nee, das sehe ich nicht ein. Kampfsport, Abenteuer. Leben und Strategie. Irgendein Thema, Abenteuer ist aber auch... Ich möchte eigentlich eher auf dem PC nochmal was veröffentlichen, aber Kampfsport und Abenteuer sehe ich jetzt nicht. Sehe ich einfach nicht. Okay, dann nochmal eine Auftragsarbeit gerade mal finden. Die nochmal ein bisschen was abdeckt. Ach komm, machen wir die beiden Auftragsarbeiten einfach gerade noch fertig. Und dann gucken wir mal, was wir machen. Busfahrer Tom wurde vom Markt genommen. Mit 1,9 Millionen Einheiten, also fast 2 Millionen Einheiten, die verkauft wurden, haben wir 2,4 Millionen Umsatz gemacht, knapp. Das ist okay. Damit kann ich leben. Multigenre. Wuhu. Es kommen immer mehr Sachen, die wir erforschen müssen. Es kommen immer mehr Dinge, die wir theoretisch machen müssen. Und ich habe immer noch nichts. Mad Science, Strategie, irgendein Thema, Abenteuer. Sind das immer noch dieselben? Nee, ne? Kampfsport, Abenteuer. Ah, Mann. Guck mal gerade in, also Thema Forschung. Ninja. Ninja-Abenteuer machen wir mal. Haben wir hier, hat man einen Publisher-Vertrag, der genau das sagt? Kampfsportabenteuer, Mad Science? Irgendein Thema Abenteuer für den TS. Würde ich einfach mal machen. Mindestbewertung 8. Nee, das ist. Obwohl, so hoch ist das Risiko. Obwohl, das Risiko ist natürlich trotzdem hoch. Wir haben ja trotzdem noch die Entwicklungskosten. Also. Boah, ich weiß es nicht. Vielleicht machen wir erstmal nochmal ein kleines Spiel. Und warten nochmal. Monatliche Kosten 163 Grad. Meine Güte. Ja komm, wir machen ein kleines Spiel für uns. Ein Ninja Abenteuer auf dem PC mit unserer V6 Engine. Das sind die Grundschul Ninja Enten. Keine Ahnung. Das, ja, geht schon. Okay, 3D-Grafik und gib ihm. So, was brauchen wir? Story und Quest ist hier scheinbar sehr hoch. Engine würde ich ein bisschen weiter nach unten. Ja, würde ich so lassen. Presseanfrage. Hallo, ich bin Tom Mott von Center. Ich habe gehört, dass Otter Games GmbH gerade an einem neuen Spiel arbeitet. Jo, machen wir. Was ist Ihre Erwartung hinsätzlich des Erfolgs von Grundschul-Ninja-Enten-Eltern? Glauben Sie, das Spiel wird gut ankommen? Ich bin weiterhin bescheiden. Ich bin, was sowas angeht, immer eher so, aha, ja, wird, glaube ich, gut, wird cool, aber ich weiß ja nicht, was wir hier machen. Dialoge ein bisschen nach oben. Level Design, künstliche Intelligenz. So würde ich es mal ausprobieren. Ah, von den Punkten her kommen wir aber nicht. Das sieht richtig schlecht aus. Gerade. Level Design, Grafik, Sound ein bisschen nach unten. Wollen wir hier vielleicht auch noch nur Mono-Sound? Ne, komm, wir bleiben schon beim Stereo-Sound. Boah Gott, das sieht echt nicht gut aus. Ich glaube, unsere Rekorde lagen so bei 70.
womöglich verlieren wir hier drüber Fans sogar. Scheiße. Marktanalyse, Clara. Oh, da, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut, das ist okay. Das nehme ich mal mit. Auch wenn ich, wie gesagt, der Meinung bin, dass das... Boah. Und der will jetzt auch noch mehr Geld, ey. Das ist doch kacke. Ja, ja. Ach, nochmal 10.000 mehr. Ist ja super, ist ja toll. Shit. Boah, wir sind mit 2,4 Millionen gestartet. Wir sind mit 2,4... Oh Gott, ich sag's ja. Ja, komm, mach. Drück's weg. Drück es weg, ich will die nicht sehen. Ich will's nicht sehen. Scheiße, ey. Das ist halt richtig schlecht, ey. Dann können wir... minus 2000 Fans, weißt du, das, was ich mir gerade aufgebaut habe, verballer ich jetzt einfach wieder. Scheiße, ey. Okay, hier, komm. Kollege Schnürschuh muss mal ein bisschen, wir müssen mal ein bisschen forschen jetzt. Das wird zwar einen Arsch voll Geld jetzt kosten, aber wir müssen ins Risiko eingehen. Okay, verzweigende Erzählung. Das, ja, okay. Verzweigende Erzählung, dann... Tag, Nacht und Dialogbaum, bitte. Und Dialogbaum. Und weißt du was, wenn wir gerade schon mal dabei sind, erstellst du den Spielebericht. Ja, das war jetzt tatsächlich nicht das, was ich wollte, aber okay. Ach, schön, super. Super, super, super. So kriegen wir, ja... Zum Glück nix, weißt du? Ach, verdammt mal. Ist das abgefuckt gerade? Bitte macht Auftragsarbeiten gerade mal. Wir müssen jetzt so ein bisschen dagegen wirken, gerade gegen das, dass wir hier Geld verlieren. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Forschungspunkte bekomme. Darüber. Aber sieht irgendwie gerade tatsächlich nicht ganz so aus. Boah, scheiße, ey. Das war richtig scheiße, das Spiel. Das hat uns auch eher, das hat uns jetzt echt, das, puh. Bringt uns gerade eine kleine Zwickmühle, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, machen wir zuerst den großen Auftrag. Achso, den Spielbericht noch. Dip. Folgende Resultate, ist eine okaye Kombination, okay, gut, das hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Ach, ist auch eher Action. Ich habe ja Abenteuer gewählt. Oh, ich habe mich gerade so bei Action gefreut, aber es war ja Abenteuer, verdammt. Ah. Nicht sehr wichtig. Okay, ey, ich finde Gameplay eigentlich immer mit das Wichtigste, egal welches Spiel, also welches Genre es betrifft, aber okay, gut. Das ist vielleicht so ein Fehler, den ich dann in meinem Kopf einfach drin habe. So, Auftrag annehmen. Ach. Jetzt darf er hier gar nicht forschen, oder was? Meine Güte. Gibt's doch nicht. So, dann jetzt forschen. Forscht. Erforscht mir noch meine Grafik. 3D-Grafik, ne? Jo. Mach 3D-Grafik. Und gib mir hier erstmal Cash. Ich kann keine Engine erstellen, eigentlich. Es funktioniert nicht. Nein. Kein Messestand für mich. Das Ding war ein Reinfall. Scheiße. Das Problem ist, wenn ich jetzt die Engine erstelle. So. Eigene Engine. Und ich sage, ich möchte im Endeffekt... Okay. Das lassen wir raus. Das nehmen wir mit rein. Das nehmen wir mit rein. Das nehmen wir mit rein. Okay. Das ist ein... Boah, fuck. Das wird jetzt eng. Das wird jetzt eng. Warte. Engine V7.
shit. Okay. Jetzt wollen die auch noch alle in Urlaub. Das ist geil, das ist gut. Das ist richtig nice. Ja, also wir gehen pleite. Also wir gehen auf jeden Fall in den Bereich. Dass ich einen Kredit brauche. Und wir bekommen einen Kredit. Einmal als letzte Rettung, sag ich mal. Aber da müssen wir uns dann auch irgendwie wieder rausbekommen. Shit, ey. Wir brauchen eine Auftrags... Ne, wir brauchen keine Auftragsarbeit, wir brauchen einen Publisher-Vertrag. Irgendein Spiel, irgendein Genre. Wirtschaftsrollenspiel, ach fick dich doch. Ach, fuck you. Okay, scheiß drauf. Wie gut ist nochmal gotische... Gotische Märchen. Ist einigermaßen gut angekommen, ne? Was war das für ein Spiel? War das ein mittleres? Steht das hier irgendwo? Steht nirgends. Scheiß drauf. Okay. Ja, wir müssen, ich sag's ganz ehrlich, wir müssen all in gehen. Gotische Märchen 2. Fantasy-Rollenspiel auf dem PC mit der Engine. Okay, damit sind wir pleite. Sie scheinen ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten zu haben und ihr Unternehmen scheint kurz vor dem Bankrott zu stehen. Nach reiflicher Überlegung haben wir uns entschieden, Ihnen ein Angebot zu machen. Wir werden Ihnen 998.000 geben, also fast 1 Million, was genug sein sollte, um Sie wieder aus den roten Zahlen zu bekommen. Im Gegenzug dafür müssen Sie uns in einem Jahr 2 Millionen, also 1,8 Millionen, muss ich den geben. Also so gesehen fast das Doppelte oder ziemlich, nee, fast, also ja, ne. Ja, wir müssen es annehmen, sonst ist hier Ende. Aber das wird trotzdem, das wird schon heavy. Das wird schon lustig, überhaupt jetzt hier rauszukommen. Also ja, hier schon wieder neue Konsole mit leistungsstarker Grafik, Hardware ausgestattet, welche eine grafische Qualität verspricht, die es mit den allerbesten PCs aufnehmen kann. Der Dreamcast ist darüber hinaus die erste Konsole mit sofort einsetzbarem Modem, welches Online-Spiele ermöglicht. Die Konsole wird im Laufe des nächsten Jahres erscheinen. Okay. Engine runter, Story Quest hoch. So. Wir müssen jetzt hier richtig einen raushauen. Engine. Macht er bitte. Verzweigte Erzählung. Dafür nehmen wir das andere raus. Wir müssen das Gameplay. Okay, wir dürfen wirklich nur wenig auf die Engine packen. Wie ich gerade sehe. Okay. Okay. 190.000. Der Markt hat sich normalisiert. Ich kann im Endeffekt keine Werbekosten generieren. Okay, aber das sieht gerade schon mal ganz gut aus. Künstliche Intelligenz nach unten. Dialogbaum. 140.000. Meine Güte. Dialoge. Mach ich. Nee, macht er. Künstliche Intelligenz macht er. Und Level Design. Macht er. Weil wir ein bisschen verteilen müssen hier. Okay. Wir kommen jetzt wieder ins Minus. Wir sind pleite, okay. Na, wir sind durch. Wir kommen nicht mehr raus, weil wir das Spiel nicht mehr rausgeballert bekommen. Weil die nächste Phase kostet jetzt auch.
Und wir werden mindestens noch einmal Geld ausgeben müssen. Also noch mindestens noch einmal die Gehälter zahlen. Es ist eigentlich, ist es vorbei. Wenn ich ehrlich bin. Also das wird, ja, mit den nächsten Gehaltszahlungen sind wir drüber. Über den 200. Oder anders gesagt, wir sind pleite. Okay, warte mal. Wie wir gemerkt haben, sind sie schon wieder in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten. Wir sind bereit, ihnen einen Mini-Kredit anzubieten, um die Zeit bis zur Veröffentlichung ihres aktuellen Spiels zu überbrücken. Wir geben ihnen 2,7 Millionen, um ihre Kosten zu decken und erwarten, dass die Summe zusätzlich einer Gebühr von 135.000 einen Monat nach Veröffentlichung des Spiels zurückgezahlt wird. Okay, gehen wir das Risiko ein. Wir müssen es ja. Sonst wäre jetzt Ende. Ah, verdammt nochmal. Oh, warte mal. Da war Angebot. Solarkollektoren. Nee, sorry, muss ich ablehnen. Aber wir können jetzt noch Marketing noch gerade noch mal reinhauen. Und wir veröffentlichen das Spiel. Gutes Management haben wir bekommen. Wir haben beides Rekorde. Und Toni möchte noch eine Gehaltserhöhung. Toni, du kannst froh sein, wenn du nächsten Monat noch einen Job hast. Aber passt. Easter Eggs, KI-Gefährten haben wir als neue Forschungsmöglichkeiten. Und wir brauchen eine 10. Wir brauchen 10er-Bewertung. Das ist eine 9. Ach, das ist eine 8. Okay. Ja, ich würde behaupten, das war's. Na, zum Glück noch nicht ganz. Aber wird schon eng. Das wird schon richtig eng jetzt. Ah, warum mache ich denn eigentlich keine... Warum mache ich denn keine verdammte Auftragsarbeit währenddessen? Boah. Alter. Wenn du noch kein Fan von Otter Games GmbH sein solltest, dann stehen die Chancen gut, einer zu werden, nachdem du ihren letzten Hit Gotische Märchen 2 gespielt hast. Die Arbeit an den Details, der Hauptspielmechaniken, hat sich wirklich ausgezahlt an Otter Games GmbH. Sorgt bitte für noch mehr Hits. Von Julian Rickstall von der Gamer Pro. Ja, ich versuch's. Ich versuch's, auch wenn ich's nicht so ganz sehe. Publisher-Vertrag vielleicht? Zufällig? Irgendein Thema, irgendein Genre. Mit einer 6er-Bewertung, ja komm, ey, das sollte machbar sein. Das sollte wirklich machbar sein. Ja, ja. Kostet mich zwar auch nochmal, aber das passt schon. So, dieses Mal machen wir natürlich dann wirklich auch das logischere Ninja-Action-Spiel. Da. Teenage Ninja enden. Die sind älter geworden. So. Ich glaube, das könnte funktionieren. Und auch auf dem Nintendo 64. Okay. Und währenddessen bekommen wir noch schön noch Geld von unserem Spiel rein. Das passt erstmal. Okay. Was wurde gesagt? Gameplay ist für diese Art von Spiel nicht so wichtig, ne? Alter. Glaube ich zwar immer noch nicht so ganz dran, aber ist okay. Alter, ist
Story ist doch bei einem Actionspiel. Ne, das war bei einem Abenteuerspiel. Aha. Verzeihung. Abenteuerspiel, Actionspiel, da braucht man nicht so viel auf die Story zu geben. Da braucht man eine lineare Erzählung, lassen wir da drin. So. Okay. Lassen wir das von den Leuten her? Ja, die sind... Das passt. Obwohl, wir könnten Dennis hierauf und ihn hier... Ja, machen wir so. Okay. 150 für die erste Entwicklungsphase. Aber gotische Märchen ist noch auf dem Markt. Das ist gut, das deckt unsere Kosten aktuell. Das deckt sogar unsere Kosten ganz gut, wirklich. Dialoge brauchen wir gar nicht. Künstliche Intelligenz schon etwas mehr. Boah, ich würde sagen, aber künstliche Intelligenz ist... Wir wollen ja gute Gegner haben eigentlich, ne? Ja, aber so weiter muss der Unterschied nicht sein. So. Dialoge brauchst du wirklich, also... Brauchen wir eigentlich nicht. Passt. Marktanalyse. Neue Themen. Ja, schade. Ninja hatten wir schon als Thema. Aber ich sehe schon hier, unsere Punkte sind auch... Boah, das ist nicht gut. Das ist nicht das, wo ich hin wollte. Level Design, Sound Design, Grafik. Mono Sound, ja, das können wir alles lassen. Obwohl Spielweltdesign müsste ein bisschen höher, damit wir da auch kompletten Fokus drauf haben. Ja, okay. Aber okay, ich sag's mal so. Es muss die 6er-Bewertung hinbekommen. Das hoffe ich, dass es das schafft. Dass wir da, dass wir das hinbekommen. Und wenn es die dann auch hinbekommt, die 6er-Bewertung, dann denke ich mal, sind wir erstmal wieder aus der finanziellen Notlage raus. Wir machen noch einen kleinen Messestand. Das hypt vielleicht auch nochmal ein bisschen. Da bekomme ich die Nachricht der Bank. Ja, komm. Mal einmal durch. Spiel veröffentlichen. Möchten Sie daran erinnern, dass er in 3 Monaten fällig ist? 1,7. Also 1,8. Das hatte ich nämlich gerade vergessen. Also 1,8 muss ich eigentlich zur Seite legen. 1,8 Millionen in 3 Monaten. Okay. Also im August. Spielebewertung. Oh Gott. Oh Gott, das wird nicht mal so eine. Oh Gott, das wird nicht mal so die 6. Oh Scheiße. Oh Gott. Shit. Scheiße. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, das hätte ich mir sparen sollen. Ganz ehrlich, das hätte ich mir sparen sollen. Scheiße. Das Problem ist, selbst wenn ich jetzt, egal wie viele Auftragsarbeiten und wie viel ich jetzt noch an Umsatz mache. Nee, das schaffen wir nicht. Das geht nicht. Funktioniert nicht. Kommen wir nicht hin. Shit. Ja, okay, gut, wir gehen pleite. Also jetzt dann glaube ich auch wirklich, also jetzt ist glaube ich Ende. Shit. Weil selbst wenn wir es jetzt noch in einem Monat... Ne, wir sind pleite. Ach, fuck. Ja, eigentlich ist es nur noch ein kläglicher Versuch, dagegen zu arbeiten. Gerade. Mit meinen Auftragsgeschichten hier.
Weil das... Ja, es funktioniert leider nicht mehr. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Ja. Wird vom Markt genommen und unser Bankkonto wird geleert. Leider bist du pleite. Mist. Schade. Ja, verdammt. Kacke. Es ging jetzt leider Gottes wirklich erstaunlich schnell. Wir haben gerade eine Bestätigung erhalten, dass Otter Games GmbH das in letzter Zeit finanzielle Probleme gehabt hatten, also hatten das Tun, bankrott gegangen ist. Es sieht so aus, als ob Electronic Mass Production, ein Gigant in der Spielebranche, die Reste des Unternehmens aufgekauft hat. Ein Sprecher von Electronic Mass Production meinte, wir sind sehr erfreut, alle Rechte an den bisherigen Spielen von Otter Games GmbH erworben zu haben. Nach dieser Meldung zeigten sich viele Fans von Otter Games GmbH enttäuscht. Das ist das Ende deines Abenteuers. Du kannst entweder ein gespeichertes Spiel laden oder das Level neu starten. Oder ein neues Spiel starten. Was passiert, wenn ich das Level neu starte? Komme ich dann wieder hier, komme ich denn dann raus? Hier, was? Nee, okay, ja, pfui. Nein. Dino-Dienstag, das ist ja auch schon Ewigkeiten her. Nee, meine lieben Damen und Herren, das war's mit dieser Season von Game Dev Tycoon. Schade ist es. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass wir ein bisschen weiterkommen. Wir sind jetzt bis ins Jahr 14 gekommen. Also August im 14. Jahr. Das ist sad, dass wir es nicht geschafft haben. Vielleicht, ich glaube, das nächste Mal muss ich mit dem Personal das anders machen. Wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das hat uns jetzt so ein bisschen das Genick gebrochen. Also hier und da. Ja, ich muss mal gucken. Und ich muss halt auch daran denken, dass ich halt wirklich immer diese Auftragsarbeiten zwischendrin dann halt mache. Also wenn ich gerade das Spiel released habe und dann halt eben ein, zwei Monate mal noch warte und dann halt eben vielleicht noch Forschung gucke oder so. Ich glaube, da muss ich eher meinen Fokus dann erstmal drauf legen. Schade ist es. Aber gut, passiert, meine lieben Damen und Herren. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen. Ich sag's jetzt mal so, ich weiß nicht, ob jetzt die nächste Season Game Dev Tycoon direkt hier im Anschluss kommt oder ob wir oder ob halt jetzt wieder Minecraft Life in the Woods läuft oder was weiß ich was, aber ich würde das tatsächlich, würde dieses Prinzip mit den, also das Game Dev Tycoon so ein bisschen so dieses Projekt ist, was ich dann halt, sag ich mal, immer wieder mal so reinschmeiße hier, würde ich tatsächlich erstmal so beibehalten. Weil es ist halt super angenehm zum Aufnehmen, das ist Punkt 1. Und es ist halt dann auch irgendwo, also es ist einfach, ich finde es einfach schön, sage ich ganz ehrlich. Und ich hoffe, dass ihr da auch Spaß dran habt. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn dann irgendwie mal eine Phase ist, wo ich keine Videos oder sowas hochladen kann, oder halt eben nicht wirklich aufnehmen kann, aus welchen Gründen auch immer, dass ich dann halt eben solche Projekte hier dann einfach mal hochlade. Wie gesagt, vielleicht halt dann eben auch nochmal andere. Aber deswegen, ich weiß nicht, ob jetzt dann halt Game Dev Tycoon direkt in die zweite Runde geht oder ob ihr ein bisschen euch, andersweitig auf dem Kanal hier umschauen müsst. Weiß ich jetzt nicht. Aber meine lieben Damen und Herren, ich bedanke mich trotzdem recht herzlich fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß und schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es dann weitergeht mit irgendeinem Let's Play. Bis dann. Tschüss.